Genau, also wir sind heute in München, heute an einer Freikirche. Ja. Ich habe hier eine unmögliche Person getroffen. Ja. Kannst du kurz erklären, warum du eine unmögliche Person bist? Ja, eine unmögliche Person ist für mich eine Person, die eigentlich so, wie sie existiert, sehr viele Sachen miteinander verbindet, die sich widersprüchlich sind. Okay, diese Abstoß oder. Von der Abstammung her, wie eine Person zustande gekommen ist, wie sie hergekommen ist, Ja. wie sie vorher lebte. Was war da so alles unglaublich bei dir? Ja, zum Beispiel nehmen wir mal die Situation, dass ich auf der Bühne gesagt habe, dass ein Teil von mir deutsch ist, Russlanddeutsch, und zwar bis zu dem Punkt, dass sogar meine Vorfahren, also in diesem Fall meine Oma und mein Opa, tatsächlich geschafft haben, die Staatsbürgerschaft damals im Deutschen Reich zu bekommen. Das heißt, sie konnten nachweisen im Prinzip, dass sie bis ins vierte Glied mehr oder weniger Deutsch rein war. deutsch waren. Ja. Genau, und dadurch haben sie diese Aufnahme bekommen ins Reich. Und dann, wie gesagt, andererseits von meiner Mama sind sie eigentlich nicht arisch, sondern es ist meine Mama ist eine Russisch, Mischung. Sie ist nicht russisch, sie ist kasachisch, tatarisch und karaimisch. Was Karaimisch? Genau. Und Karaimen, das ist ein spezielles Volk, das auf der Krim ursprünglich lebte, aber Okay. im Zarenreich überall verbreitet war, auch ein kleines Volk. Ja. Und das ist ein Mischvolk zwischen Turken, Kipchak und Juden. Okay, das ist Genau. ja auch noch Genau. ein Zehntel Juden. Nein, erzählt nicht, also es dürfte vielleicht im Bereich von einem Achtel sein oder einem Ach Viertel, je so, nachdem. Also ist ja schon recht das ordentlich. Entscheidende dabei ist mir, dass im Prinzip hier zwei Personen Die ist zusammengekommen sind, die eigentlich. eigentlich nicht vereinbar sind. Aber Nach scheint ja nicht geschadet zu haben. Nein, also es ist vielleicht eine sehr wilde Mischung, ja. Genau. Aber wild, manchmal in wilden Zeiten braucht man mitunter auch eine wilde Mischung, ja. Ja, und wie gesagt, diese 3 Jahre, die hinter uns sind, und wir haben immer noch 7 Jahre bis 2030, das ist ja ein Teil der großen Agenda, die ihr hier vor uns rollt. Dadurch, dass man sich auf seine Wurzeln dann besinnt, weil man sehr viel Zeit hat und sehr viel versucht, Reserven rauszulocken und das zu überstehen, dann befasst man sich mit den Themen, die vielleicht einem vorher nicht so wichtig waren. Weil wenn alles gut läuft, dann ist man ein Mensch unter vielen Millionen und man hat einen Man hat deutschen auch so Pass. viel Ablenkung und Und, nein, das ist nicht man. nur, sondern man nimmt ja viele Sachen einfach nur als selbstverständlich wahr, aber im Sinne positiv. Und plötzlich wird alles auf den Kopf gestellt und man stellt sich die Frage, will ich so wie die anderen sein? Nein. Und wenn ich aber nicht so wie die anderen sein will, was stimmt mit mir nicht? Aber im positiven Sinne. Das heißt, man ist quasi plötzlich außerhalb einer Bevölkerungsgruppe, zu der man sich meinte, immer zugehörig zu fühlen. So, und dann stellt man sich die Frage, warum sind die anderen so und warum bin ich anders? Und man beantwortet sie, indem man sagt, ich bin anders und so anders, dass ich einfach irgendwie positiv anders bin. Positiv anders. Genau, deswegen positiv unmöglich. Aber ich denke, jeder denkt ja, dass er irgendwie po anders ist sowieso und dann positiv kann aber eher negativ sein. Nein, es ist so, also ich denke, derjenige, der 3 Jahre überstanden hat, im Sinne in seiner Sphäre, wo natürlich auch man politisch auch angegangen wird, ist. Aber wurdest du politisch angegriffen? Ich bin in der CSU. Ich bin also kein Politiker in dem Sinne. Okay, Ich habe aber keine Funktion. Ich bin Parteimitglied. Parteimitglied, genau. Ja. Und wie gesagt, und seit 2020, wie gesagt, Ja. in der Öffentlichkeit, der auch immer gegen diese Corona-Maßnahmen ist. Und Ja. deswegen bin ich die unmögliche Person in der CSU, in unserem Ortsverband. Okay. Ich bin auch eine unmögliche Person, wenn man jetzt politisch wenn ich bin Kreisrat in der AfD. Was hältst du von denen? Ist das problematisch? Ist AfD verboten? Nee. Also dann ist sie offensichtlich nach dem demokratischen Muster. Und wenn die anderen Parteien, man muss ja nicht vergessen, die AfD wird angegangen, aber die Linke, die mehr oder weniger nichts anderes wie die PDS ist, die darf weiterhin rumkaspern. Ja. Also meine Frage ist natürlich, also wenn man die AfD angeht, dann sollte man die Linke wenigstens auch angehen. Und wenn man die Linke nicht angeht und sie für in Ordnung hält, sollte man die AfD auch in Ruhe lassen. Das ist ein gutes Wort. Aber CSU, was hält dich noch in der CSU? Das alte Programm, aber das neue Programm, wie gesagt, am Montag war eine Sitzung oder eine Podiumsdiskussion. Es wird ein neues Grundsatzprogramm rauskommen und ich bin gespannt, was da drin sein wird. Und ich fürchte, das alte Programm, das sehr wertekonservativ war und sehr christlich orientiert, wird sicherlich ausgemistet. Zum Okay. Negativen hin. Und was wäre dann, wenn das passieren würde, dein nächster Anlaufpunkt? Mein Ziel ist nicht auszutreten, sondern ich habe heute Musa Jalil auch vorgelesen. Die CSU, wie sie im jetzigen Zustand ist für mich definitiv der politische Gegner. Aber ich kann ihr mehr schaden, wenn ich drin bleibe. Na, ist ja im Grunde wie die Sarah Wagenknecht in der Linken Ich oder. weiß nicht, ob sie der Linke schaden möchte. Mir geht es tatsächlich darum, dass ich die CSU, wie sie ist, also wie sie sich repräsentiert, einfach für eine unmögliche Partei halte mit diesem Personal.
Ja. Die CSU könnte weiterhin eine wunderbare Partei sein, wenn man im Prinzip die ganze oberste Etage austauscht und andere Leute reintut. Ja. Da gibt es ja viele Leute, die nicht wählen wollen, die das ganze Parteisystem schon vornherein ablehnen und die sagen, man kann eh nichts verändern. Ja, das ist genau. Falsch. Was würdest du denen vielleicht ganz gern sagen? Dann würde ich Folgendes empfehlen, dass erstmal grundsätzlich erstmal das Grundgesetz lesen. Und erstmal sich erstmal damit abfinden, dass wir kein Kaiserreich sind oder sonst was, sondern wir sind demokratische. Ja. Genau. Und jeder einzelne von uns ist ja ein Repräsentant des Staates und dann souverän. Ja. Und wenn man souverän ist, muss man natürlich an diesen Aufgaben wachsen und man muss natürlich auch seiner Verantwortung bewusst werden. Es geht nicht nur um zur Wahl zu gehen und etwas auszusuchen, das ist kein Supermarkt. Ja. Sondern man muss sich eine Frage stellen, was bin ich politisch? Möchte ich lieber das, möchte ich das? Und dann sollte man die ganzen Wahlprogramme mal durchlesen und sagen, welche Partei liegt mir am nächsten, weil keine kann alles treffen. Kann alles treffen, genau. Und da sagen ja auch viele, dass es immer, wenn man eine Partei wählt, wählt man ja auch immer das Ganze drumherum. Ne? Nein. Was drumherum? Na, ich finde ja zum Beispiel auch Umweltschutz gut. Ne? Wenn ich dann nochmal die Grünen wähle, dann wähle ich ja auch dieses ganze CO2. Aber dann hätte man theoretisch eine ÖDP auch noch haben können. Also wichtig ist nur, wenn man natürlich oberflächlich meint, eine Partei wählen zu müssen, weil über die in der Tagesschau so und so berichtet wird, dann hat man das Wahlprogramm nicht gelesen. Ja, und bevor man Wahlprogramme liest, sollte man Grundsatzprogramme lesen, weil die halten länger. Und deswegen ist es entscheidend, was da drin steht. Theoretisch, wenn ich jetzt gehe und ich finde wesentliche Aspekte in meinem CSU-alten Programm, das noch nicht gewechselt ist, und ich finde viele Aspekte, die so sind, dass der Herr Söder sogar gegen sie widerspricht. Und wenn ich jetzt wichtigere Person bei der CSU wäre und ich hätte den Schneid, dann könnte man das darauf aufbauen, da ansprechen und dann gegen Söder vorgehen. Man könnte sagen, lieber Herr Söder, Sie missachten die wesentlichsten Grundsachen eines Grundsatzprogramms aus dem Jahr 2015. Wie kann das sein? Wie können Sie noch weiterhin Ministerpräsident sein? Wird das gemacht? Also es gab ja bestimmt genug Politiker, die da in diesem Grundsatzprogramm... Also es ist so, ich habe das öffentlich gemacht, indem ich ihn angegangen habe. Aber ich bin keine wichtige Person. Ich bin weder im Kreisreis noch sonst wo. Aber gab es keine wichtige Person, die da in irgendeiner... Nein, die CSU ist es so, wenn man sieht, die meisten Leute, wenn sie was zu meckern haben, sie machen das hinter den verschlossenen Türen oder keine Ahnung wo. Und wenn dann jemandem die Hutschnur platzt, dann schreiben sie irgendeinen Abschiedsbrief, machen eine riesen Abrechnung und treten aus. Okay. So, und dann fehlt genau diese Person natürlich innen drin in der CSU, die vielleicht ein Netzwerk aufbauen hätte können, um innen drin vorzugehen. Weil du kannst von innen viel mehr verändern als von außen. Ja. Okay, also ist dein Tipp, wie wir das ja alles hinkriegen, dann doch über das Parteiensystem, dass man sich die Parteien gut anguckt und dann einfach die raussucht, die am besten. Im Übrigen habe ich im Sommer 2020 auf den Demos in Ingolstadt auch den Leuten gesagt, bevor es überhaupt die Basis gab, habe ich gesagt, geht hin, tretet bitte in die FDP ein, die haben einen Altersdurchschnitt von 66 oder 67 Jahren, die meisten sind inaktiv. Wenn ihr 30.000, 40.000 Leute eintretet in die FDP, könnt ihr diese Partei von innen heraus wieder frei demokratisch machen, ihr könnt sie theoretisch kapern und sie hat alles funktioniert. Die Konten sind gut gedeckt, sie haben eine Naumann-Stiftung, die gut funktioniert. Ihr könntet wieder quasi eine Partei sofort aus dem Stand holen. Das ist wie im Wirtschaftsbereich ein Takeover. Ja? Eine feindliche Übernahme, ja. Ist egal, wer halt in diesem Fall eine freundliche Übernahme. Eine freundliche Übernahme, je nachdem, wie man es sieht. Und die meisten Leute auf den Demos haben gesagt, das machen wir nicht, die sind verbrannt, wir machen lieber eine neue Partei und die Basis ist für mich so gesehen gescheitert. Sie hat nichts geholt, sie hat nichts gerafft, sie ist verstritten. Aber aus dem Stand auch? Wie das macht keine Rolle, auch jemand 1,2. Also alles, was unter 5% ist, nichts. Ja, aber die sind ja jetzt schon mal ein paar... Wir haben keine Zeit dafür. Die Zeit rennt und diese ganzen neuen Experimente sind irrelevant. Die Zeit rennt. Ja. Wir sind im Krieg, in einem politischen Krieg und im politischen Krieg kann man nicht warten bis übermorgen. Sind wir nicht immer im politischen Krieg? Nein. Nein. Wir sind im Wettbewerb, aber jetzt sind wir in einem politischen Krieg. Das wird ja auch nicht besser. Was ist das Wichtigste jetzt? Jetzt? Ja. Nicht durchzudrehen. Nicht durchzudrehen, okay. Und wie gesagt, nicht mit der Meute mitzuheulen, dass der Krieg im Osten schlimmer wird. Okay. Ich komme ja selber aus Leipzig, wir haben da so eine stark linkextreme Szene und da hat man mich schon so Richtung... Aber auch Rechte. Legida oder sowas gibt es ja auch. Oder wie heißt das nochmal? Also ich bin seit 2 Jahren Montagsspaziergänger. Also ich bin Berichte über die Demonstrationen am Montag. Legida ist mir da nicht über den Weg gelaufen. Okay. Kein Montag, also... Ja. Also wir reden darüber, dass das in Leipzig offensichtlich alle unter 18 Jahre bei der Antifa sind. Viele. Also viele Grüne. Aber es wird ja auch gefördert.
Ja, aber da sagt man da eben so, man drängt mich dann eben auch schon so in rechtsextreme Richtung, ne? Einfach weil ich eben auch mit vielen Leuten rede und dabei ich eben auch Kreisrat bin bei der AfD. Ne? Und da ging das bei dir schon mal so? Oder? Also ich bin bei der CSU und keiner drängt mich in die rechtsextreme Ecke, ich bin halt nur die unmögliche Person. Die unmögliche Person? Genau, das ist was anderes. Von außen, oder ist es? Ja, perfekt, aber nochmal für gut. Strom sparen. Nee, das ist von außen, glaube ich. Von außen? Ja. Dann ziehe jemand. Nicht, dass Sie das noch einschließen. Nee, aber okay. Sie waren schon fertig? Ja, genau. Die unmögliche Person bist du. Genau, die unmögliche Person bei der CSU. Das ist immer noch besser, als Rechtsextremist zu gelten, ja. Also der Rechtsextremismus muss man so sagen. Es gibt ja hier zwei Sachen. Erstmal rechts und meiner extrem. Ja. So, da muss man sich sagen, okay, ja, was ist rechts und was ist extrem von rechts. Ja, ja, ja. Rechts. Also rechtsextrem sind eigentlich die NPD. So, und wenn die AfD im Bundestag sitzt, dann kann sie nicht extrem, rechtsextrem sein. Hm. Die Kommunisten sind ja auch nicht als linksextrem im Bundestag. Ja. Na, extrem heißt ja, dass man zu extremistischen Mitteln greift, ne? Zum Beispiel Gewalt, um seine politischen Ziele zu verfolgen. Macht das die AfD? Nein. Ja eben, also das ist die Antwort beantwortet. Ja. Wobei ich jetzt auch bei der NPD gar nicht so tief drin stecke, wo ich jetzt wüsste, dass sie da irgendwo in Schläger irgendwo ist. Ja, früher aber schon. Ja, gut, früher. Die NPD kommt aus der Bundesrepublik und da gab es früher andere schon. Okay. Okay. Klar, wenn man das einmal gemacht hat, sollte man das dann auch nicht immer wieder neu aufwerfen. Die NPD sagt auch klar heraus, dass sie im Prinzip mehr oder weniger ein Rechtsnachfolger der NSDAP ist. Okay, das macht die NSDAP Sache. War aber verboten in und deswegen mussten sie sich anders nennen. Genau, und deswegen, also wie gesagt, also, wenn die NPD jetzt dann weinerlich sagt, dass sie nicht rechtsextrem sind, dann sind sie aber nur lächerlich, ja. Weil man muss auch dazu stehen, was man ist. Ja. Ein Kommunist kann auch nicht sagen, ich bin nicht linksextrem, ich bin lieb. Nein, also ein Kommunist jetzt gleich als linksextrem hinzustellen, ist ja. Ja, Stalin war auch ein Kommunist und was hat er gemacht? Naja, ein Sozialist. Nein. Kommunisten sind linksextreme, das weiß jeder. Es kommt darauf an, wie man das lebt. So, es gibt ja auch Kommunisten, die wollen dieses System einfach nur haben. Ja, dass es keine privaten Besitz gibt. Ja, und wie kommen sie da hin? Indem sie die anderen ausrotten. Ja, oder man gibt es freiwillig ab. Es gibt kein freiwillig. Man hat es in Russland gesehen, freiwillig heißt eben, du gibst einen Löffel ab. Das ist halt die Frage, wie man das umsetzt. Also die russische Geschichte in der Nachrevolutionszeit, die ist mir gut vertraut. Da braucht kein Kommunist kommen und sagen mit irgendwelchen netten Sachen. Kommunismus war am Ende eine Diktatur und zwar nicht des Proletariats, sondern der kommunistischen Partei. Okay. Aber wenn wir jetzt bei den Gedanken sind, was sagst du da zum Paradies, zum Himmelsreich? Ich kann da nur theologisch sagen, es gibt bei uns kein Paradies im karaitischen Glauben. Was gibt es bei euch? Es gibt nur den Tod. Und nach dem Tod? Gibt es nur den Tod. Okay. Ziemlich eintönig. Du lebst, Paradies ist nämlich hier. Die Welt ist in 6 Tagen geschaffen, sie ist perfekt. Oh Gott, für viele ist das hier die Hölle. Freuen sich aber den Tod. Du hast ja nach meiner Meinung gefragt. Das ist richtig. Ja, gut, okay, aber so, ich denke mir halt, ein Himmelsreich könnte existieren. Und es wurde ja. Das ist für mich eine Spekulation, die ich ja eigentlich nicht nachverfolgen kann und dann kann ich dazu auch nichts sagen. Für mich ist der ewige Tod auch eine Spekulation. Aber okay, gesetzten Fall. Aber es wurde ja mit dem Guten, ne, eigentlich mit dem Himmelsreich, was ja vielleicht nur eine Fantasie ist, ist ja okay. Ne, aber damit wurden ja so viele Schrecken begründet. Die Kreuzzüge, es kam so viel Elend über die Welt. Ja, man will das so verkürzt zu sagen, was die Kreuzzüge waren, dass es nur wegen Himmelreich war. Es gab politische Gründe, dass du... Ja, aber man hat den Leuten eingeredet, die kommen dann in den Himmel, wenn sie da... Also über Kreuzzüge zu reden, dann müssen wir wahrscheinlich hier 7 Wochen reden. Und dann wird man vielleicht zum Ende kommen. Aber man hat die Leute damit bewogen, in den Krieg zu ziehen, indem sie es für Gott tun, indem sie dann in den Himmel kommen. Ja, aber das kann ich jetzt nicht kommentieren, weil es für mich jetzt nicht relevant ist. Aber ich sage nur, man erzählt den Menschen immer eine tolle Geschichte, damit sie zu extremen Mitteln greifen, um das zu verwirklichen. Dazu braucht man aber Menschen, die diesen Käse auch glauben. Ja, und... Es kommt ja darauf an, es ging ja diesen Marx darum, das Himmelsreich auf Erden in Form des Kommunismus zu schaffen. Hast du sein Kapital gelesen? Darum geht es ja nicht. Du bist wahrscheinlich viel schlauer als ich. Ich bin ganz, ganz, ganz furchtbar schlau, unmöglich schlau. Unmöglich. Aber ich meine trotzdem, die Idee, dass wir uns einfach in alles reinteilen und uns in kleinen Kommunen engagieren. Ich kann dazu nicht sagen, weil ich kein Fan von Kibbutzim bin oder sowas. Kibbutzim? Ja, Kibbutzim sind quasi so landwirtschaftliche Betriebe in Israel, wo dann man alles teilt. Okay. Ja, also das liegt mir nicht. Aber
aber es gibt sowas. Ne? Und ja, jeder kann in seiner Kommune leben, wer lustig ist. Und ja. Schon, das heißt aber nicht, dass das. Dass du das musst. Na, du musst ja, das natürlich. Er kann nicht. Das machen ja. Und das überlasse ich ihm, das gut oder schlecht zu finden. Genau, aber wenn man natürlich dann sieht, dass dieses System sich gut entwickelt und viele finden das gut, viele sind daran glücklich. Können sie es machen, solange sie mich in Ruhe lassen. Genau, und es wird ja. Einfach immer mehr und immer mehr und ja. Immer mehr. Also sagen wir so, wenn die Kommunisten sich in Ruhe lassen, ist genau, und ich weiterhin meine Privatwirtschaft genau. Haben kann, dann ist okay. Ja, das Problem ist. Genau. Das Problem ist aber meistens ist so, dass wenn das soweit ist, dann wirtschaftlich besser, dann bin ich der Kulak, hieß es damals, dann kommt dann der kommunistische Kommissar und holt mir alles von mir weg. Gut, ohne den kommunistischen Kommissar wäre der Kommunismus reine Ideologie jetzt. Er würde wahrscheinlich auf Dauer zusammenbrechen. Ja, weil ich besser wirtschaften würde als Freiwirtschafter. Alles bricht ja irgendwann mal zusammen. Nein, es bricht gar nichts zusammen. Wenn ich würde meinen Sohn so erziehen, dass er meinen Betrieb sehr gut trägt. Okay. Ja. Und nett zu seinen Mitarbeitern ist. Bevor sie uns jetzt hier den Strom noch total abstellen und mich hier völlig an die Wand redest, ich bin ja froh, dass die Antifa nicht so viele Bücher liest wie du. Möchtest du was loswerden? Nein, die Antifa soll schlauer werden. Oder die, auch nicht. Die eine Antifa, ja. Ich bin auch kein Fan davon, immer alle über einen Kamm zu scheren. Da haben bestimmt auch viele Leute viele Bücher gelesen, aber... Ja, es gibt dann solche und solche. Ne? Dann vielen Dank für deine Zeit. Ne? Gerne, ja. Und danke. Ne? Alles ja. Gute.